Hier, erstmal Ahoi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Roblox und damit willkommen zu Daycare Story 2. Wir gehen heute in die Kita. Ich bin gespannt, was hier so abgeht. Da fliegen schon die ersten Luftballons. Mal gucken, wer hier heute in der Kita rausfliegt. Hey, was ist Kita? Kita, Kindertagesstätte. Wer ist der Kita? So, das ist ah, du kommst aus Österreich, Österreich, ne? Das ist ja anders. So, warte mal, man kann hier so ein Windrad pusten, das ist ja cool. Ja, ja, das ist klar. Ey, da kommt sie schon. Wo? Oh. Kommt da jemand? Von drin? Ah, da ist sie! Okay, alles klar. Da ist unsere Betreuerin. Also, ich bin Sarah. Hallo allerseits. Ihr seid endlich angekommen. Du, die wartet schon die ganze Zeit auf uns. Sie freut sich scheinbar richtig, dass sie uns heute betreuen kann. Die kennt euch noch nicht wohl. Mein Name ist Sarah und ich freue mich sehr, sie alle in der Kindertagesstätte begrüßen zu dürfen. Ja, wir sind Gentlemen und Ladies. Wir sind fünf, ja, aber sie sieht uns. Gehen wir hinein, es ist kalt hier draußen. Ah, ist Sommer, aber okay, ist gut. Gehen wir rein, oder? Die Sonne scheint. Ja, Klimawandel. Boah, vor allem die Häuser sind alle so nice bunt. Aber egal, wir sind drin jetzt hier. Cool, okay. Ja, dann würde ich sagen, wir gucken uns mal um. Wo geht ihr hin? Das ist Ball. Oh, hier ist ein Xylophon. Kann ich darauf spielen? Oh mein Gott, ich kann wirklich darauf spielen. Flo, kannst du ein Lied? Alter, meine lass würfeln machen. Komm, wir würfeln gegeneinander. Wer die höhere Zahl hat, gewinnt, okay? Flo würfelt. Jetzt würfel ich. Flo hat eine 2. Und. Das kann ich nur gewinnen. Oh, 2. Ja! Beide ich würfel. Ja, macht ruhig weiter. Oh, hier ist noch ein Windrad. Das dreht sich. Und eine Spielzeugbox, die man auch machen kann. Was hast du heute gekriegt, dann peinlich? Was? Versteht ihr, was sie sagt? Das ist ich weiß nicht, was sie meint. Oh mein Gott. Hier draußen ist eine Rutsche. Wir können hochklettern. Oh, warte. Oh, eine Münze. Hier liegt Geld. Oh, haben wir keinen raus? Oh, mein Gott. Aua. Du hast 4 Coins gefunden. Ja, man kann raus. Oh mein Gott. Ich kann schaukeln. Tops, mach mit. Oh, nee, tut mir leid. Da ist jetzt schon jemand drauf. Aber. Ich glaube, es funktioniert. Es funktioniert? Guck mal. Hast du sie runter? Warte, sitzt du ja jetzt auch? Sitzt du ja jetzt beide? Sitzt du jetzt beide? Okay, alles klar. Wer von euch möchte Fußball spielen? Fragt Sarah. Ja, lass eine Runde spielen. Warte, es gibt wahrscheinlich Team Rot und Team Blau. Gehen wir alle Team Blau? Ich schreibe einfach, ich mache. Ich mache das, Bruder. Okay, alles klar. Wir weisen sie einigen Teams zu. Ich finde es gut, dass sie uns weiterhin sieht. Das ist Team Blau, okay? Kommt alle Team Blau. Ha, Team ist voll. Team ist voll? Nee, ich bin drin. Ich habe jetzt auch gespammt. Okay, nice. Da. Sehr gut, okay. Das heißt, die anderen werden wahrscheinlich ins gegnerische Team kommen. Und jetzt geht's los mit unserer ersten Runde Fußball. Seid ihr bereit? Yes, oh, wir nein, sind Jake bereit. Ist Team. Oh, das ist das Mädchenteam da drüben. Guck mal. 4 Girls und wir sind ja, hier. Und der Loop. Oh, wir sind 2 Girls und, oh, es ist ganz schön unfair hier verteilt, muss ich sagen. Aber das kriegen wir hin. Catchen um den Ball. Okay, wir müssen drüber kicken, Flo. Warte, okay, hängt er da jetzt fest? Ich kicken da raus. Der Ball hängt fest. Los, ab ins Tor. Das schaffen wir. Ja, ich schieße ein Tor. Yeah, Flo, nice, okay. Ball ist drin, der Spot jetzt wahrscheinlich hier wieder neu. Und, Jumps, go. Go. Pass ihn zu mir! Pass ihn rüber! Ja. Hierher! Tops, weißt du, wie Passen funktioniert? Ich find's witzig, wenn wir nur eine Katze und ein Typ im Publikum stehen. Was? Oder ist wirklich nur. Ja, okay, ich seh's. Der hat einen Baseballschläger. Warte, kann ich den nehmen? Der will mitmachen. Nein, ich komm nicht ran an den Baseballschläger. Ich bin gefangen auf dem Fußballfeld. Oh nein! Ab ins Tor! Wir haben nur noch 14 Sekunden! Komm, Tops! 10 Sekunden? 8, 7, ich möchte sprinten, oh nein, der Ball ist schneller als wir, das ist so unfair. Egal, Flo hat ein Tor gemacht, das heißt, wir haben gewonnen. Tops sagt erstmal, er ist hungrig, Tops will zu essen. Erstmal ein Ziegelstein. Tops hat immer Wände hier, die er fordern kann. Ich auch. Okay, sagt Sarah. Warte, was machst du da? Kann man hier im Turm stehen? Ha, cool. Gehen Sie zum Abendessen in die Cafeteria. Also geht zum Abendessen in die Cafeteria. Wo ist denn die Cafeteria? Ist hier bei mir. Ach, da! Stimmt, hier war ich gerade. Oh, hier können wir uns aussuchen, was wir wollen. Ich will Sandwich. Ich will Burger. Ich mag Pommes, aber ich will die Hühnchen nicht. Oh, beim Burger ist auch noch. Warte mal, ich nehme Sandwich. Oder Pizza? Gracias. Oh, Pizza ist auch da sogar. Nice.
Okay. Den können wir uns. Warte, sind das hier die Toiletten? Oder was ist hier? Ja, hier sind die Toiletten drin. Okay. Oder ist gerade ein Mädchen? Oh Gott, Entschuldigung. Tops, geh raus aus dem Mädchenklo. Das ist das Mädchenklo, hier darfst du nicht rein. Warte, ich mach die Tür wieder zu. Du musst, wenn du auf Toilette gehst, deine Tür schließen wegen Privatsphäre und so. Okay. Ich habe gerade die Tür losgemacht. Kann ich hier ranklicken? Ich kann doch hier klicken, wieso? Okay, okay, das war's. Gehe ich eben nicht auf Toilette. Alarm! Alarm? Was ist das für ein Geräusch? Warte, hört ihr einen Alarm? Nö. Kommt hier was? War da was? Es kommt aus dem Fernsehen. Ach stimmt, jetzt höre ich es auch. Wo ist der Fernseher? Da ist der Fernseher. Mal sehen, was passiert ist. Okay. Ich bin gespannt. Mann, ihr habt die besten Plätze schon belegt. Ich setze mich hier hin. Oh, wir haben Aquarium. Oh, wie cool. Das ist hier an der Treppe. Mit ganz vielen Fischen drin. Okay, okay. Ich setze mich. Tops, ist noch ein Platz hier? Ja. Okay, in 6 Sekunden geht's los. 5, 4, 3, 2, 1 und... Was ist los? Nachrichten. Gestern wurde eine Tagespflege von einem großen Monster angegriffen. Berichte sagen, dass die Kinder es geschafft haben zu entkommen. Oh nein. Aber das Monster ist immer noch auf der Strecke. Auf der Strecke? Es ist also immer noch... Du meinst... Auf unterwegs quasi, ist noch nicht inhaftiert. Achtung, wie das Monster von seinen loyalen Minions befolgt. Also die Minions folgen dem Monster und arbeiten für das. Und falls sie das Monster irgendwie sehen, melden sie sich sofort der Polizei. Okay? Halten sie alle Türen und Fenster geschlossen, um sicher zu sein? Oh Gott. Ich glaube, wir müssen einfach nur die Türen zuhalten. Oh mein Gott, es ist dunkel geworden. Luftballons! Woo! Okay, Türen zuhalten. Wie machen wir das? Ist hier ein Licht? Hier ist ein Schalter. Ja, ich gehe mal nach oben. Ciao. Es ist das Monster, sagt Sarah. Wo ist denn hier das Monster? Oh Gott, die andere sagt, wir werden sterben. Nein, um Gottes Willen. Ist doch nicht so, oder nicht sie so panisch. Oder sie meint, sie möchte eigentlich zu den Pferden, aber... Sarah sagt, seid mal ruhig. Seht ihr draußen irgendwas? Ich sehe halt gar nichts, es ist so dunkel. Können wir Licht machen? Ich kann nichts hören, es ist so dunkel. Sarah sagt, ich kann nichts hören, es ist so dunkel. Sarah sagt, ich werde den Strom wieder anmachen. Sarah, mach den Strom wieder an, ich will wieder gucken können hier. Was macht denn der Pirat? Wo ist hier ein Pirat? Ich hab ein Schwert. Oh mein Gott, du hast ein Schwert. Ich hab was. Nice, ich hab auch ein Schwert. Hört jemand was? Geil, jetzt kann man den wieder knüppeln. Oh mein Gott. Wieso, was hast du gehört, Tops? Hallo? Da draußen. Warte. Nein, es ist da. Oh Gott, das sieht ja richtig gruselig aus. Oh, das ist ein Tentakel. Yeah. Oh, das ist ein Rückenhaar. Aber... Und jemand sollte mal seinen Kopf löschen. Oh mein Gott, das Monster. Was macht es? Ich glaube, es teleportiert sich. Nein, es kommt hier rein, oder? Oh mein Gott. Hey, yo. Bitte nicht. Yo. Was passiert hier? Okay, es ist da. Ah! Nein. Es ist vor der Tür. Es läuft. Er ist doch draußen. Oh mein Gott. Ah. Nein. Was? Das sind die Minions von unser Tops. Der Minion ist bei dir. Wir müssen ihn kalt machen. Hau ihm einen rüber. Brat ihm einen auf den Schädel. Ist er noch da? Hier sind mehr Minions. Warte, Jake, ich komme zur Hilfe. Nimm das. Ah. Okay. Ja, wir haben ihn. Wir haben ihn. Was ist das für ein Ding? Ich glaube, die Minions, die sind echt leicht zu besiegen, aber das Monster... Das ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Nein, das Monster bleib ist oben, da. Das ist der perfekte Platz hier oben bei den Lampen. Warte, du stehst da auf der Lampe rum. Ja, wie kommt man da hin? Ich hab's dreimal probiert. Oh. Guck mal, der ist so... Lol. Oh mein Gott. Mein Gott, ich glaube, die überlebt es nicht. Ah nein, ich bin runtergefallen. Oh oh. Hilfe. Leute, das Monster war gerade oben, Tupf für euch. Oh nein, das Monster ist unten. Wie kommt man auf die Lampe? Einfach drauf auf den Galerie. Ja, das ist ultra schwer. Oh, ich bin drauf. Ich bin auf einer drauf. Okay, hier sind wir sicher. Wo ist das Monster? Kann es... Nein, es hat sich genau in mich rein teleportiert. Ich stand auf der Lampe. Komm hier. Oh Gott, es ist neben mir. Warte, ich bin da. Kannst du da nicht auch raufkommen? Nee, ich glaube nicht. Jetzt sind wir jetzt nicht die Polizei. Das Licht ist wieder an, oder? Ich glaube, Sarah hat das Licht wieder angemacht. Na, bitte. Na, bitte. Ja, Sarah, ist ja nichts weiter passiert. Wir wurden nur von einem Monster angegriffen und seinen ganzen Minions, die fürs gearbeitet haben. Aber sonst ist ja alles cool, Sarah. Tops sagt, wir wurden angegriffen. Wo ist sie eigentlich? Die ist unten. Ach, hier ist sie. Beim Aquarium. Angegriffen? Ja, Sarah, wir wurden angegriffen. Deswegen habe ich auch ein Schwert in der Hand. Was greifst du gerade Sarah an?
Nein, nein, nein. Das Monster! Das Monster! Flo schreit! Das Monster aus den Nachrichten kam herein und versuchte uns zu töten, sagt Dari Tali. Ja, das ist passiert. Sarah sagt haha. Findet sie das lustig oder was? Sarah amüsiert sich darüber. Ich bin mir sicher, dass die Nachrichten das nicht ernst gemeint haben. Ja, genau! Wenn die Nachrichten das schreiben, dann ist das eher, ja, okay. Ja, ja. Also bitte, bestimmt. Ja. Hört auf, über zu reagieren. Ja, das... Guck dir Sarah an, die hat nicht mehr ordentliche Hosen. Wir lügen nicht, du musst es glauben. Wir lügen nicht, du musst es glauben, genau. Ja. Oh, hier ist Geld auf dem Tisch. Na, heiß. Ich sammle wieder die Coins ein hier. Ich guck mal rum. Können wir hier mit dem Fahrstuhl nehmen? Warte, ich komme mal nach oben mit der... Ja, da bin ich gerade schon gefahren. Ah, da bist du gerade schon gefahren? Ich glaube, du musst draußen bleiben. Das ist... Ja, warum? Sie alle müssen jetzt schlafen gehen. Es ist Schlafenszeit. Mach ihre Schlafen. Bitte gehen Sie jetzt ins Bett. Monsieur, ja, bitte gehen Sie schlafen. Moment, wo sind die Zimmer? Ach, hier ist... Ah, hier ist das Jungszimmer, glaube ich. Und hier ist das Mädchenzimmer, weil das rosa ist. Aber ich mag blau lieber. Ich glaube, ich schlafe im Jungszimmer. Ich will am Fenster schlafen. Nee, ich will nicht diesen Typen. Ich will hier hin. Das ist mein Bett. Ha. Nein! Haha, Flo. Such dein eigenes Bett, das ist jetzt meins. Okay, nice, alles klar. 3, 2, 1 und Zeit vorbei. Jetzt geht's ins Bett. Gute Nacht. Schlafgeräusche. Oh nein. Was macht das? Das ist am Stromkasten. Das ist der Stromkasten, oder? Sieht ziemlich ungesund aus, muss ich sagen, ne? Oh mein Gott, Tops. Warte, was? Ist der nächste Morgen? Ja. Haben wir es überlebt? Wir haben nur Mittagsschlaf gemacht, oder? Guten Morgen allerseits. Nein, es war Nacht. Jetzt ist es Tag, also kommt runter, sagt Sarah. Ab runter zu Sarah, Leute, wir haben die Nacht überstanden. Aber was hat das Monster da draußen gemacht? Hat ihr das guck mal, hier ist ein Bild von dir an der Wand. Bild von mir? Wo bist du, oben oder unten? Bei der Treppe. Bei der Treppe. Hier. Oh, das sieht wirklich so ein bisschen aus. echt, die Haare sehen halt voll danach aus. Ja, nice, alles klar. Aber cooles Outfit, muss ich sagen. Ja gut, wir gehen jetzt erstmal zu Sarah. Wo hat sie sich verkrochen? Wo ist sie? Sarah? Habt ihr sie gesehen? Nö. Was haben wir heute? Ach, hier in der Küche, wir können frühstücken. Burger. Ja, das ist so was richtiges, was Pancakes, fangen wird. Ich liebe Pancakes. Burger. Oh mein Gott. Pfannkuchen. Yes. Pfannkuchen. Nice, okay. Okay, let's go. Für Burger. Sobald sie ihre Pfannkuchen fertig gegessen haben, können sie spielen gehen. Das ist so lustig. Okay. Ja gut, ich hab jetzt hier einen Pfannkuchen, dann würde ich sagen, den snacken wir mal ganz fix. Ich bin ein Nam-Nam-Nam. Weißt du wieso, weil ich gehe jetzt spielen und esse dann dabei, weißt du so. Lecker. Schmeckt echt gut, muss ich sagen. Okay, gehen wir raus. Oder wollen wir rausgehen oder wollen wir hier drin irgendwas machen? Ja. Hier ist eine Rutsche. Oh, warte. Irgendwas passiert hier. Ich hab fertig gegessen, sagt Dari Tali. Ja, wir haben alle fertig gegessen, glaube ich. Was muss sie? Ich hier ist ein Bällebad. Heißt es, wir können jetzt spielen, sage ich. Sag mal, wollen wir Verstecken spielen? Ja, sagt Sarah. Lass mal eine Runde Verstecken spielen. Tops, komm mal her, Tops. Anfang, Flo auch. Wo bist du? Ich würde sagen, hier bin ich, hier neben dir. Tops, du musst zählen, okay? Du musst uns suchen. Aber Tops kann ich zählen. Okay. Augen zu, wir haben 20 Sekunden Zeit, uns zu verstecken, okay? 13, 10, 9, 8, 7, 27, 4, Pizza, Burger, komme! Oh Gott, ich war noch nicht mal richtig versteckt. Aber ich glaube, jetzt ist es in Ordnung. Hier wird mich keiner vermuten. Okay. So, zack. Und was ist das hier? Weiß ich nicht, wo guckst du denn gerade? Ich bin super gut versteckt. Zack, kann ich das machen? Okay, ich bin safe. Ich bin absolut safe hier. Du findest mich nie. Ja, mich auch nicht. Okay. Okay, wenn ich jetzt Flo als erstes sehe, dann darf ich ihn, keine Ahnung. Das ist safe nicht. Langziehen. Warte mal, komme ich da hoch? Ja, hier komm ich hoch. Nam. Okay. Doch, hier sollte alles gut sein. Wo bist du gerade, Topf? Ich bin gerade oben irgendwie in der Leseecke. Oben in der Leseecke?
Warte mal, sagst du die Wahrheit, oder? Ja. Tops ja. kam mir vorbeigerannt, er ist blind. Okay. Tops ist an dir vorbeigerannt. Also ich bin nicht oben. Warte mal, hier ist auch ein gutes Versteck, oder? Komm ich da irgendwie? Komm ich nicht zwischen? Hä? Vorbei! Tops verloren! Tut mir leid, Tops. Ich war übrigens auf dem Jungsklo. Ich war im Bücherregal oben. Leute, wir müssen über das Monster sprechen, das uns angegriffen hat, sagt Flo. Okay, ja, das, ich würde gern weg von hier. Wo könnte es hingegangen sein, sagt Tops. Komm mal hier rein. Ich stelle mich einfach hin, damit ihr mich alle angucken. Oh, warte, hier ist ein Energy-Riegel, glaube ich. Ja, das gibt die Energie zurück. Nein, mein Pfannkuchen ist aus. Ich will die nehmen. Egal. Sie sagt wieder, wir werden alle sterben. Das ist das Einzige, was sie immer sagen. Sie sagen immer nur, wir werden sterben. Sprecht ihr Kinder doch über dieses dumme Monster? Ja, wir sprechen doch über das Monster. Ich werde dieses Monster. Oh mein Gott. Vor allem, ich sag gerade wirklich, oh mein Gott. Und jetzt schreibt mein Charakter auch, oh mein Gott. Das Monster ist zurück. Ja, es blinkt. Vielleicht sollten wir hochfahren. Es kann nicht sein. Was kann ich sein? Hat sie geschrieben? Nein, oh mein Gott, das ist da. Seht ihr das? Das sind die Minions bestimmt. Das sind deine. Oh Gott. Aussehen! Das sind seine Minions. Für die Horde. Kämpfen. Können wir. Ich gehe wieder auf die Lampen, glaube ich. Komm in den Aufzug! Oh, wir kommen hier nicht raus! Oh mein Gott, sind die echt? Ja, natürlich sind die echt, Sarah. Davon reden wir doch die ganze Zeit, sag mal. Ich höre Fußschritte. Sagt die andere Sarah. Das Monster. Kommt das Monster jetzt auch? Ich sehe nur die Minions draußen. Hört ihr das? Von wo kommt das? Keine Ahnung. Okay, schnell! Ja, was denn schnell? Wir sind schnell in den... Aber Aufzug, wir sind doch alle schon im Aufzug! Ziel, ja. Laufe zum Aufzug. Ja, komm Sarah, jetzt komm endlich rein, du lahme Ente. Es waren doch schon alle drin. Also glaube ich, die sollte nicht einfach so eine Erzieherin sein. Nee, halt echt nicht. Vor allem, dass sie uns die ganze Zeit sieht. Oh Gott, das Monster ist da. Nein. Oh Gott. Es ist das Monster. Es ist wieder hier drin. Können wir jetzt bitte hochfahren? Drückt da mal jemand den Knopf. 2. Oh, was macht es? Was macht es überhaupt? Oh, ich glaube, es macht den kaputt. Es zaubert. Das hat so Feuerkugeln in den Händen. Und jetzt? Leute? Das schießt ihr auf uns, oder? Oh oh. Drück den Knopf! Ich drück ihn doch schon! Diana sagt, oh no, no, no. Schnell! Aufzug nach oben! Oh oh. Warte, was? Was passiert jetzt? Wahrscheinlich fällt jetzt der Strom aus. Jetzt können wir nicht mehr mit dem Aufzug fahren. Oder? Das schießt so Blitze. Nein, der Aufzug ist kaputt. Nee, doch, geht. Warte, sind wir jetzt hier eingesperrt? Der geht wir fallen unten. In den Keller. Nein. Was soll denn das jetzt? Warte, schickt das Monster uns in den Keller? Ja, wo sind wir? Leute? Was ist das? Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich sehe gar nichts. Ist alles in Ordnung. Sind wir jetzt im Unterschlupf des Monsters oder was? Was ist das für ein Ort, sagt Kirill? Ich denke, das ist die Höhle des Monsters. Dieser Ort ist so kreativ. Was? Dieser Ort ist so kreativ? Warte, wo ist Sarah? Wo ist Sarah? Ja, stimmt. Aber Sarah kann nicht das Monster sein, weil das Monster... Nee, die war gleich zurück. Eben. Da. Ich hörte sie schreien. Was passiert hier gerade? Der Todesaufgang in. Ach nein! Oh oh. Von da oben sind wir jetzt runtergefallen. Okay, okay, Leute. Wir sind in einen Minenschacht gefallen. Guck, stimmt, es ist ein Minenschacht. Boah, wie bist du da hochgekommen? Einfach hüpfen. Warte mal. Von wo denn? Ja, von hier, da. Ah. Okay, bin oben. Okay, bin oben. Nice, alles klar. Hier sind wir sicher vor dem Monster, Leute. Oh, die anderen laufen weiter. Wir sollten auch weiterlaufen. Und gucken mal, wo wir jetzt landen. Wir müssen irgendwie raus aus dem Minenschacht und aus der Kita, oder? Warum stehen hier alle rum? Spitzhacke sind hier. Spitzhacke da. Ah, da ist eine Spitzhacke? Ja. Okay, nice. Aber man kann die nicht... Ey, komm, du kannst den Kopf anhauen bei der Dings, bei der Lampe. Kann man die nicht nehmen? Toll. Guck mal, du kannst dir den Kopf anhauen. Können wir das hier kaputt schlagen mit... Ja, sicher nicht mit dem Sandwich. Ich glaube, wir müssen den mit der Spitzhacke aufgraben. Wir müssen etwas finden, um diese Bretter zu brechen. Ja, die Spitzhacke halt, deswegen stehen da alle noch rum. Okay.
Spitzhacke ist im Inventar. Hier sind einige Spitzhacken, die wir verwenden können. Hey, mein Schwert ist weg. Meins auch, ich habe jetzt nur noch die Spitzhacke. Ja, wo habt ihr sie überhaupt? Lass uns die Bretter abbauen. Jetzt müssen wir hier drauf kloppen, ne? Okay. Yes! Oh. Sie wackeln! Und? Draufschlagen und ja, wir sind durch. Nice, alright. Jetzt können wir hier rein. Oh, jetzt fahren wir. Wow, hey, ein Minenwagen. Diese könnten uns hier rausführen. Aber es ist doch nur einer und wir sind so viele. Ja. Tja, lass wir Tops zurück. Eile. Wir sollen uns beeilen, sag ich. Eile! Eilen voran! Okay, ich bin drin. Ich bin drin. Oh mein Gott, der ganze Zug. Ich glaube, ich bin ganz vorne. Ja, stimmt. Ich bin ganz vorne. Vor allem unter der Kiete ist einfach ein alter Minenschacht. Oh mein Gott. Ja, stimmt. Hey, wieso bin ich schneller als ihr? Ja, aber voll schön hier. Die ganzen Kristalle. Kann ich aufsteigen? Ich weiß es nicht, aber es wird schnell. Es wird echt schnell. Tops, geh raus aus meinem. Hey, wie bist du schneller? Stimmt, jetzt ist Tops auf einmal vorne. Okay. Ich glaube, wir können aussteigen. Okay, nice. Kommen die anderen auch alle? Haben es alle geschafft? Ich glaube, ja. Sie schreibt, wow. Ja, das war cool. Okay, dann gehen wir mal weiter. Wir sollten kurz davor sein, sagt Flo, hier rauszukommen. Meinst du? Ich glaube schon. Okay, lasst uns diesen Tunnel da hochgehen. Ich sehe etwas an seinem Ende. Ja, und was? Was siehst du denn da, Flo? Ich sehe einen Ausgang. Und eine Möglichkeit. Ja. Do you like Schnitzel? Ich weiß es ja nicht. Okay. Oh nein. Was jetzt los? Oh. Okay, warum wir sind jetzt muss hier? Es denn immer wieder Jump'n'Run sein? Oh, yeah! In das ist nice. Spiel. Es sieht so aus, als wäre unser einziger Ausweg hier, über diese Dinger da zu springen. Ja, dann let's go, come on. Der Ausgang ist dort oben. Dann kommen wir endlich hier raus. Wenn man nicht stirbt. Okay. Let's go. Ready? Oh nein, sagt sie, was passiert? Hinter uns? Nee. Steigt die Lava oder sowas? Wir müssen schnell hier raus. Ach, es bricht ein! Es bricht ein! Okay, wir müssen uns beeilen. Jump. Und da ist jemand gestorben. Irgendjemand ist geuft. Oh nein. Okay, ist gar nicht so einfach hier zu springen. Wenn die ganzen anderen Leute auch springen. Okay, rüber. Ja, Mann. Hier rauf. Wie lange haben wir Zeit? 20 Sekunden, ne? Alles okay. Training von The Tower of Death, oder wie das hieß. Ja, The Tower of Hell. Aber wir haben die einfache gespielt, aber wir haben es geschafft. Nice, oder geht's da noch höher? Nee. Okay, alles klar. Die Lava ist wirklich angestiegen. Haben wir es alle geschafft? Stimmt, die Lava ist angestiegen. Wir haben es alle geschafft, oder? Wir sind draußen. Die eine hat Ballons. Cool. Hinter uns ist kaputt. Leute, wo sind wir? Stimmt, ist eingestürzt komplett. Wir sind in einem gruseligen Wald, sagt Daritali. Mitten im Nirgendwo. Ja, da ist was dran. Aber wir können doch dem Weg folgen. Kirill, ich habe solche Angst. Oh mein Gott. Hör auf zu weinen. Schaffen das. Wir sollten diesem Weg folgen, sagt Tops. Ja, das sage ich schon die ganze Zeit. Er wird uns bestimmt irgendwo hinführen. Ach, echt? Ja, wer hätte damit gerechnet? Okay, ne? Dann folgen. Warte, warum liegt da eine Bärenfalle? Guck mal hier. Was? Nee, ich gehe da nicht rein. Es regnet! Ach nein. Oh nein. Der Regen macht mir Schaden. Wir verlieren Leben. Wir müssen schnell irgendwo Unterschlupf finden. Sind wir aus Zucker oder so? Hier vielleicht? In den Zelten? Dann wir müssen irgendwo rein. Finde irgendwo einen Schutz. Okay, ich geh ins grüne, ins blaue Zelt. Ich bin bei pinken Zelt. Tops ist im pinken Zelt. Ja. Hi Flo, komm rein schnell. Okay Leute, dann haben wir es wohl geschafft und sind hier jetzt erst einmal in Sicherheit angelangt. Das Monster liegt tatsächlich erstmal hinter uns. Ich würde sagen, das war's dann mit unserer kleinen Daycare-Story hier an dieser Stelle. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen um 15 Uhr in einem neuen Video. Bis dahin euch allen noch einen wundervollen Tag und...